Schreiben wir gleich ein, die digitalen Signale und Systeme. Und ich muss mich jetzt gleich entschuldigen bei Leuten wie dem Ralf zum Beispiel, wo ich weiß, da ist jetzt nichts Neues dabei. Also bei den Signalen, mit denen wir bis jetzt gearbeitet haben, die entweder durch Ströme oder durch Spannungen kodiert waren, das war immer ein Kontinuum, wo man gesagt hat, das gibt ein unendlich breites Spektrum von Spannungen, die ich haben kann. Es kann irgendwie 1 Volt sein oder es kann 2 Volt. Was ist die Blinkenwolle? Ja, ich meine, du kannst das probieren. Und? Ja! Genau. Als erstes im Verdacht haben die Sachen, die wir selber gebaut haben, weil die waren nie in einem EMV-Prüfraum. Das ist es. Perfekt, gut. Wir werden dann gleich nachher in Alufolie umwickeln und erden. Okay, also wir haben bis jetzt immer mit einem Continuum gearbeitet. Wir haben gesagt, ein Spannungssignal, das kann irgendwie 1 Volt sein, 2 Volt, 1,5 und jede andere beliebige Spannung dazwischen. Und ich habe sozusagen unendlich viele Zustände, die ich auf dem Kabel haben kann. Zumindest in der Theorie, der Praxis liegt natürlich irgendwann im Rauschen drin. Also dass ich sowieso irgendwie diese Schwankungen habe und wenn ich das Signal höher aufgelöst brauche als das, naja, dann kann ich das nicht, zumindest nicht so einfach machen. Bei digitalen Signalen gehen wir jetzt einen radikalen Schritt und ignorieren die Tatsache, dass es da ein großes Spektrum von Werten gibt, sondern sagen einfach, hier ist die Grenze, alles auf der Seite ist 1, alles auf der anderen Seite ist 0. Und wir brauchen quasi nur noch in zwei verschiedenen Arten von Zuständen denken. Und die kann man eben 1 oder 0 nennen, oder high oder low, oder wenn man in der Aussagenlogik ist, wahr oder falsch, oder manchmal auch ein oder aus, weil das mit einem Schalter oft verglichen wird, den man irgendwie ein- oder ausschalten. Natürlich in der Umsetzung darunter, auf der physikalischen Schicht, ist es immer noch eine Spannung, die irgendwie jeden beliebigen Wert annehmen kann. Aber wir machen es uns halt einfacher, weil wir sagen, da ist die Grenze und wir kennen jetzt noch 1 und 0 und es ist viel einfacher, über die Schaltungen nachzudenken, wenn ich den Schaltplan vor mir habe und mit dem Finger auf eine Leiter zeige, kann ich sagen, okay, was passiert, wenn da 1 ist, was passiert, wenn da 0 ist. Das sind nur zwei Fälle, die ich auswählen muss. Also man kann jetzt hergehen und Schaltungen auch in einer völlig neuen Art und Weise analysieren. Man probiert einfach alle möglichen Fälle aus. Nicht? Das war vorher keine Option, alle Fälle auszuprobieren, weil es unendlich viele davon gibt. Und dann gibt es eben dahinter die analogen Bauteile, die halt dann wirklich die Spannung messen und schauen, wie das passt. Und man stellt halt sicher, dass man immer auf diesen Grenzen bleibt, dass eine 1 wirklich eine 1 ist, eine 0 immer eine 0, indem die Bauteile auf den Ausgängen quasi ganz klar auf der einen oder anderen Seite von dieser magischen Grenze sind. Und am Eingang kann man dann quasi ein bisschen flexibler sein. Und wenn man so ein bisschen einen Sicherheitsabstand hat, nicht, wenn der Ausgang quasi immer 1 Volt liefert oder 0 Volt und ich am Eingang sage, wenn es über 0,5 ist, eine 1 und unter 0,5 ist eine 0, dann habe ich immer einen guten Respektabstand sozusagen zu dieser Trennlinie und ich kann diese Abstraktion verwenden, dass ich irgendwie sage, ich denke nur noch in 1 und 0 und das ist mir egal, was auf der Leitung ist. Das ist aber natürlich immer nur eine Näherung. Also wenn man jetzt eine digitale Schaltung zum Beispiel versucht herauszufinden, warum sie nicht geht, muss ganz fest, dass es kindersicher ist. Also wenn ich eine digitale Schaltung troubleshoote, wenn ich versuche herauszufinden, warum die nicht geht, dann kann natürlich eine mögliche Fehlerquelle sein, dass diese Grenzen nicht so genau eingehalten sind. Muss ich mir vielleicht das Signal am Ostsee anschauen und dann sehe ich, okay, das schwankt aber sehr nahe an dieser magischen Grenze zwischen 1 und 0 herum und dann ist es vielleicht nicht mehr so ganz klar, ob das jetzt wirklich eine 1 ist oder vielleicht doch schon eine 0, also quasi eine besonders kleine 1 oder eine besonders große 0. Nein, ich meine, digital hast du nicht unbedingt binär, oder? Eigentlich müsste man da jetzt fast schon unterscheiden, weil doch heute schon unheimlich viel Multivariate-Signale an und herkommen. Ja, aber die sind nicht digital. Das war unbeim Wort. Digital heißt nur zwei Zustände. Ja, digital heißt Finger. Also,
Ding ist. Aber, aber normalerweise, wenn man von digitalen Signalen redet, dann meint man, zumindest binäre wäre das meine Definition, wäre, dass ich auf... binäre Signale sind für mich klar. Also, dass ich zumindest... Digital quasi nicht. Es ist sehr schwierig, weil... also wenn du zum Beispiel Ethernet anschaust, Gigabit Ethernet, das würde man ein über digitales Übertragungsmedium nennen. Weil du quasi, wenn du das Gigabit Ethernet als Blackbox betrachtest, auf der einen Seite schickst du quasi eine Serie von 1 und 0 rein, auf der anderen Seite kommt eine Serie von 1 und 0 raus. Und du kannst quasi im besten Fall eine Milliarde 1 und 0 pro Sekunde durch das Gigabit Ethernet durchschicken. Aber die Zustandsänderung auf dem Kabel im Gigabit Ethernet sind nur bei ungefähr 140 MHz. Aber es gibt 8 verschiedene Zustände, die unterschieden werden. Also da verschwimmen natürlich die Grenzen. Aber das ist quasi eine Art der Codierung. Aber wenn ich mir dann die Schnittstelle anschaue, dann definiere ich das über einen Strom von Einsen und Nullen. Und dann sage, okay, da ist ein Byte. Und natürlich könnte man quasi sagen, jedes Byte hat ja 256 Zustände. Aber die Grundidee auf der, ist die, dass ich entweder tatsächlich nur 2 Zustände auf der Leitung habe, naja, oder dass ein Modell zugrunde liegt, wo ich nur 2 Zustände habe. Jetzt ein anderes Beispiel. Ja? Eine Digitaluhr hat ja auch nicht nur 2 Zustände, sondern die hat 4 Ziffern und zeigt da 24 Stunden. Und aber wenn du bei der Digitaluhr die eine Leiterbahn raussuchst, dann wird die entweder gerade auf dem High- oder auf dem Low-Zustand sein. Ja, aber das Ganze ist. Ganz Ja. Und mit mehreren Leitungen auch noch, oder? Ja, also es sind 8 Leitungen, die aus 4 Paaren bestehen. Und ich habe quasi, werden alle 4 Paare verwendet bei Gigabit? Bei Gigabit, ja. Gut. Und jedenfalls werden alle Leitungen, also alle diese Paare in beide Richtungen betrieben. Also auf beiden Seiten habe ich einen Trafo im Wesentlichen. Und ich habe Echo Cancellation, also was man aus vom Telefon kennt, dass wenn der eine quasi was sagt, dass dann nicht über den Kopfhörer quasi seine Sprache zurückgeschickt wird. Jeder weiß, was er sendet, und wenn das Gesendete im Empfangenen drinnen ist, subtrahiert das raus. Das heißt, wir haben diese 4 Übertragungsmedien, auf jedem von denen arbeiten wir mit, ich glaube, es sind 8 Zustände, vielleicht waren es aber auch nur 4. Jeder wird in beide Richtungen betrieben, mit Echo Cancellation, jeder weiß, was er schickt und kann dann daraus rechnen, was der andere schickt. Und dann muss er natürlich aber drüber noch irgendwelche selbstkorrigierenden Prüfsummen legen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, die 140 MHz mal und so weiter und so fort, sondern da weiß ich eben jetzt nicht, was der Handling ist in der Fehlerkorrektur, aber am Kabel hast du tatsächlich mehrere Pegel. Weil irgendjemand beschlossen hat, dass quasi das Signal-Rausch-Verhältnis von dem Kabel so gut ist, dass man mit mehreren Zeichen gut leben kann, aber dass die Bandbreite nicht gut genug ist, dass ich wirklich mit Gigahertz Signalen drüber gehen. Gut. Ja, also abgesehen von den philosophischen, so wie die Produkte heute ausschauen, was ist das noch? Ist es noch digital? Wir nähern uns dem jetzt quasi von bottom up, und zumindest für uns ist es einfach ein digitales Signal, eins, was entweder gerade high oder low sein kann, oder 1 oder 0 oder so, wo wir in irgendeiner Art und Weise zwei Zustände definieren, und es ist immer der eine oder der andere Zustand. Ich habe eben gerade vorher gemeint mit den OSCEs, dass ich, wenn ich so ein Ding troubleshoote, dann macht das vielleicht Sinn zu schauen am OSCE, ist diese Separierung wirklich gut vorhanden zwischen den beiden Zuständen, oder pendelt das Signal irgendwo gefährlich nahe bei der Grenze zwischen den Zuständen herum, und dann kommt vielleicht eine 0 an, obwohl meine 1 schickt oder umgekehrt. Auf der anderen Seite zeichnen sich digitale Systeme dadurch aus, dass ich oft extrem viele Signale habe, die ich mir gleichzeitig anschauen möchte. Und mit einem Ostsee, also da habe ich dann vielleicht 2 Kanäle oder 4 Kanäle, aber jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, einen 32-bittigen Datenbus mit zusätzlichen Kontrollleitungen zu beobachten. Darum gibt es andere Geräte, Signal Analyzer, mit denen ich eben sehr, sehr viele Signale gleichzeitig mir anschauen kann, aber der hat eingebaut eine Grenze, die ich vielleicht setzen kann,
aber zeichnet dann nur noch auf, wann war das Signal 1 und wann war das Signal 0. Das heißt, beim Troubleshooten von solchen digitalen Schaltungen ist das immer sinnvoll, wenn man beides hat, sowohl ein Signal Analyzer als auch ein Oszill. Die Signal Analyzer gibt es inzwischen recht günstig, so als Einplatinen-Lösungen. Ja, Logic Analyzer. Ja, und die Signal Analyzer gibt es andere Sachen auch, die so heißen. Ich weiß, dass das Wort Signal Analyzer unter anderem verwendet wird für Spektrum Analyzer für niedrige Frequenzen. Also wenn man irgendwie Sonartechnik oder so macht, dann gibt es auch so von Agilent Signal Analyzer, die im Grunde Spektrum Analyzer sind, die von DC bis 100 kHz oder so gehen. Gut. Und zuletzt, jetzt habe ich ein bisschen was geredet über quasi ein Signal. Häufig schaut man sich aber bei digitalen Schaltungen dann nicht ein Signal, eine Signalleitung an, sondern ein Bündel von solchen digitalen Signalleitungen, weil oft eben nur zwei Zustände nicht ausreichen, sondern ich will jetzt vielleicht eine Temperatur übertragen und dann ist vielleicht irgendwie nur heiß oder kalt zu wenig Information. Also kombiniere ich mehrere Leitungen und wenn ich jetzt n solche Leitungen kombiniere, dann komme ich eben auf 2 hoch n verschiedene Zustände, die ich damit kodieren kann. Das kann man sich auch durchrechnen, dass wenn ich sage, ich habe eine Leitung, 2 hoch 1 ist 2, da habe ich 2 Zustände und wenn ich jetzt eine weitere Leitung dazu nehme, dann verdoppelt sich natürlich die Anzahl der Zustände jeweils, weil ich quasi das Set von Zuständen habe, die ich bisher gehabt habe und dann die zusätzliche Leitung auf 0 oder die zusätzliche Leitung auf 1. Also mit jeder zusätzlichen Leitung verdoppelt sich die Gesamtanzahl und so komme ich dann auf diese 2 hoch n. So. Gut. Jetzt habe ich quasi so ein Leitungsbündel aus n Leitungen, 2 hoch n Zuständen, die ich damit kodieren kann. Und jetzt kann ich damit in irgendwelche Bauteile hineingehen, die dann selber vielleicht garantiert wieder einen Ausgang haben, weil sonst bringen wir die Bauteile in der Regel ja nichts, der dann wieder 1 oder 0 sein kann oder was auch immer. Und wenn dieser Bauteil, in den ich hineingehe, wenn der keinen inneren Zustand besitzt, also wenn da kein Speicher eingebaut ist, sondern das Verhalten von dem Bauteil wird nur darüber definiert, welche Signale ich von außen zuführe, naja, dann gibt es 2 hoch n unterschiedliche Fälle, was mit diesem Bauteil passieren kann. Ich habe 2 hoch n Zustände, die ich anschließe und damit kann ich etwas machen, was ich nicht machen konnte mit analogen Bauteilen. Ich kann einfach eine Tabelle machen. Ich kann sagen, okay, das sind die 2 hoch n Zustände, ich mache 2 hoch n Zeilen in meiner Tabelle und dann habe ich eine Ergebnisspalte und da trage ich einfach hart ein, was kommt raus in welchem Fall. Also als einfachstes Beispiel hätte ich hier einen Werter, ein Puffer wäre vielleicht noch einfacher, wenn er das Eingangssignal ausgibt, aber ein Werter tut zumindest irgendetwas, der hat einen Eingang und einen Ausgang, das heißt ich habe 2 mögliche Eingangszustände, nämlich der Eingang ist auf 1 oder der Eingang ist auf 0. Und hier habe ich eine Tabelle, wo ich ablesen kann, wenn der Eingang auf 1 ist, ist der Ausgang auf 0. Oder wenn der Eingang auf 0 ist, ist der Ausgang auf 1. Also darum ein Werter, weil er das umdreht. Und in dieser Art und Weise kann ich natürlich jeden beliebigen Baustein charakterisieren, der so digitale Eingänge hat und keinen inneren Speicher. Also dass quasi das Verhalten nur davon abhängt, was gerade außen anliegt. Dann mache ich einfach eine Tabelle für die 2 hoch n eintreten. Gut, das wird ein bisschen klarer im nächsten Block, weil dann schauen wir uns tatsächlich solche Bauteile an und diese Tabellen dazu. Vielleicht schauen wir zuerst aber noch hier in die Diskussion. So, der erste Diskussionspunkt, den ich hier hätte, weshalb sind die Bezeichnungen ein und aus für die digitalen Zustände unüblich und können irreführend sein? Zum Beispiel jetzt an den Werterausgang Messgerät anschließt, dann wäre ein, wenn es heiß. Ja? Mhm. Würde ich aber, nehmen wir an, das ist der Ausgang ist ein Open Collector, Transistorschaltung, und ich würde dort eine Lampe gegen Plus anschließen.
dann wäre 1 der Zustand, wenn es 0 ist. Dann wird nämlich der, die Lampe über Plus mit Strom versorgt. Also beim Open Collect hängt davon ab, was dein NPL oder BNP ja. Aber das mit der Lampe ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Dass, wenn ich Spannungspegel verwende, um 1 und 0 zu kodieren, dann würde ich zum Beispiel 5 Volt für 1 oder für High oder was auch immer und 0 Volt für Ground machen. In beiden Fällen würde ich aber diese Spannung aktiv treiben. Also in dem 0-Fall, wenn ich dann quasi eine Last anschließe gegen eine von 0 verschiedene Spannung, dann fließt Strom, weil ich eben dieses 0 wirklich zur Verfügung stelle. Und das ist ja nicht wie ein Schalter, der offen ist, sodass ich ein Terminal habe, das einfach mit nichts verbunden ist. Sondern ich habe immer die harte Verbindung mit entweder der positiven oder der negativen Versorgungsspannung, zum Beispiel. Ja, und dann gibt es ja auch RS-232 zum Beispiel, wo du eigentlich zwei Zustände hast, von denen das eine Minus und das andere Plus ist. Genau, das ist dann die zweite Frage. Das kommt auch noch dazu, genau. Aber du kannst auch, du musst nicht unbedingt 0 und 1 und K Volt haben, sondern du kannst auch Plus und Minus K und Plus K haben. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Logik zuständig sein kann. Ja, ja. Du kannst auch 5 und 10 Volt haben. Ja, genau. Oder du kannst Strom in die eine und Strom in die andere Richtung haben. Also das ist zum Beispiel, wenn wir uns schnelle Übertragungsarten anschauen, so Sachen wie SATA zum Beispiel, also USB 3.0, das sind immer diese Differential Pairs, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, der eine, wenn der ein bisschen höhere Spannung hat als der andere, dann heißt das eine 1, und wenn der andere ein bisschen höhere Spannung hat, heißt das eine 0. Aber was man eigentlich macht, ist, dass am Ende ein Lastwiderstand dranhängt, der den gleichen Widerstandswert hat wie die Leistungsimpedanz. Und das ist jetzt nur ein Passwort, das ich in einen Raum werfe für die Leute, die sich unter einer Impedanz was vorstellen können, unter einer Leitungsimpedanz. Und die Quelle ist eine Stromquelle. Man sagt quasi, ich sticke jetzt Strom in die eine oder andere Richtung durch und eben durch den Spannungsabfall an den Lastwiderstand kommt dann der tatsächliche Spannungsunterschied zustande, aber der Übertragungsmodus ist Strom in die eine oder Strom in die andere Richtung zum Beispiel. Aber ich habe immer diese zwei Zustände. Das ist eigentlich das, was all diese Dinge verheiratet, wenn man sich jetzt nicht so etwas wie Gigabit Ethernet auf Signalpegeln anschaut. Ja, dann hätten wir hier dieses, was ist der fundamentale Unterschied zwischen den Bezeichnungen 1 und 0, sowie High und Low? 23 mal High gibt nichts Sinnvolles. Kann ich damit rechnen? Ja, du kannst nicht damit rechnen. Du kannst aber auch mit diesem 1 nicht unbedingt in der Form rechnen. Aber ja, es ist näher am Rechnen. Das hängt davon ab, weil wenn das quasi... Wenn das nur der Wertebereich von einem Bit ist, dann würdest du eine Restklassenarithmetik zum Beispiel machen. Aber dann kannst du auch mit High und Low rechnen. Du kannst deine Algebra definieren über jede Menge. Aber es ist ein Implementierungsdetail. Ja, genau. Also Beispiel wieder RS-232, logisch 1 ist minus 15 und logisch 0 ist plus 15. Genau. Also normalerweise gibt es eine Korrelation, oder in vielen Fällen gibt es die Korrelation, dass ich sage, ein höheres Potenzial ist die logische 1, ein niedrigeres Potenzial ist die logische 0. Und normalerweise sagt man eben zu High den höheren Signalpegel. Aber der höhere Signalpegel, der kann eben je nach Implementierung 1 oder 0 bedeuten. Und dann kann das eben oft verwirrend sein, wenn in Tabellen zum Beispiel dann gemischt wird zwischen High und Low. Und dann muss man sich anschauen, was heißt das in dem eigenen Fall, warum mischen wir das vielleicht? Wenn ein Kenntreiber hast oder so, ist überhaupt das High selber und das Low selber. Nein, Blödsinn, erst. RS4 für 85 ist ein differenzielles, gell? Ja. Kein auch. Ja, aber da wird nur einer getrieben. Da wird nur einer getrieben. Dann ist es aber single-ended. Also du hast einen dezidierten Rückleiter, aber treibst quasi nur einen. Man kennt mit Kenntnis nicht so aus. Ich habe, glaube ich, zwei Strippen und die eine wird in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Gut, also das ist nur so, es gibt halt,
Man muss immer aufpassen, gerade bei Sachen wie RS-232 zum Beispiel, wo die Pegel vertauscht sind. Und gerade bei RS-232 zum Beispiel habe ich ja dann das echte RS-232, wo eben eine 1 eine Spannung zwischen minus 3 und minus 12 Volt ist und eine 0 eine Spannung zwischen plus 3 und plus 12 Volt ist. 15 immer. 12 ist nominell und 15 ist das Maximum, sowas in der Richtung. Aber wenn ich jetzt dann quasi ein TTL-Level RS-232 zum Beispiel habe, nicht? Beim Mikrocontroller kommen dann nicht irgendwie direkt plus minus 12 Volt raus, sondern da kommt irgendwie 5 Volt und Ground, und dann ist es dort auf einmal so, dass quasi jetzt das 1 die höhere Spannung ist und das 0 die niedrigere, und dann macht das vielleicht mal ein Hersteller anders und dann muss man anfangen, irgendwie sich die Haare auszureißen und sich zu überlegen, wie man das auf seinen Pegeltreiber draufkriegt. Okay, dass wir jetzt den Raum von Zuständen da reduzieren auf nur zwei Zustände, das bringt Vor- und Nachteile mit sich, behauptet mein Skriptum. Welche Vor- und Nachteile könnten das sein, die das hat, dass ich da den Raum von Zuständen auf nur zwei runter reduziere für eine Leitung? Mathematische Annahme. Ja, also ich muss mit einer höheren Frequenz für die gleiche Informationsmenge arbeiten, die ich übertrage, das ist ein Nachteil. Das wäre ein Vorteil. Das Rauschen ist relativ wurscht, das ist leicht zu unterscheiden. Also das ist eigentlich die Hälfte sozusagen von, warum macht man das? Es ist unglaublich leicht, diese Zustände zu unterscheiden, wenn man nur zwei hat, und es ist leicht, das Rauschen zu bekämpfen. Ja, es gibt nur einen Vorteil. Ich meine, wenn man von TTL-Technologie spricht, spricht man von plus 5 Volt oder 0. Mhm. Aber heute arbeiten ja die Computer mit ECL oder wie die heißt. ECL in Computern eher weniger, weil ECL nämlich, also ECL ist ja mit der Coupled Logic. Nein, das wird, ich möchte jetzt auf jeden Fall geht es darum, dort sind ja nur mehr ganz geringe Spannungsunterschiede zwischen High und Low. Ja, du meinst LVDS meinst du? Ja. Wie halt normal ist, und auch auf den Chips selber. Die Prozessoren, die arbeiten ja glaube ich mit 1,4 Volt oder sowas. Ja, ja, also bis 0,9 runter. Bis 0,9 runter. Dort ist dann 3 Jo nur dazwischen. Ich meine, wenn ich dort jetzt nicht mehr 20 Zustände unterbringen wollte, dann hätte man schon ein bisschen. Ja, schwer. Nicht unbedingt, weil du denkst zum Beispiel beim Mikrofonsignal, da spielt sich ja alles in einem Bereich von wenn es Millivolt wären, der sein, würde es zu ordentlich reinbrüllen. Nicht? Also man kann schon noch viele Unterschiede gut unterbringen in einem sehr kleinen Spannungsbereich, aber es gibt einen ganz wesentlichen Vorteil von dem Digitalen, ne? Nämlich, sagen wir, ich habe eine analoge Filterkette oder eine andere Bearbeitungskette und die besteht irgendwie aus 20 Stufen. Dann bringt mir jede dieser Stufen ein bisschen Rauschen rein. Kann ich am Schluss das Rauschen irgendwie wieder rauskriegen? Im Tiefpass. Wieder am Tiefpass, ja, aber dann kriege ich zumindest das hochfrequente Rauschen raus. Aber grundsätzlich das Rauschen, was quasi mal drinnen ist, in einem analogen Signal, ist drinnen. Das kann ich mitverstärken, ich kann irgendwie dann differenzieren, dass ich weiß, das Rauschen ist in dem Frequenzband und mein Signal in dem, dann filtere ich das Frequenzband weg, aber wenn das Rauschen in dem gleichen Frequenzband ist und auch sonst irgendwie nicht offensichtlich einfach zu unterscheiden von einem Nutzsignal, wenn das Rauschen mal drauf ist, ist das Rauschen drauf. Und bei einem digitalen Signal, wenn ich irgendwie sage, beim digitalen Signal, wenn ich irgendwie sage, weiß ich nicht, 5 Volt ist 1 und 0 Volt ist 0 und 2,5 Volt ist die Grenzschicht, was nicht der Fall ist bei TTL, das ist die Grenzschicht ganz anders, aber und dann habe ich mein sauberes Signal, das irgendwie 5 Volt und 0 Volt ist, und da wird es ein bisschen verrauscht und dann geht es vielleicht bis auf 4 Volt runter der 1er und bis auf 1 Volt rauf der 0er, dann kann ich immer noch sagen, es ist immer noch klar getrennt. Ich jag das durch,
durch einen Puffer durch oder durch einen Inverter, wenn wir da einen gehabt haben. Und am Ausgang vom Inverter haben wir wieder diese ganz klare, da ist 1 und da ist 0. Und ich würde sagen, dass das fast der größte Vorteil von der Digitaltechnik ist, dass ich wegen dem auf einmal hergehen kann und Schaltungen zusammenbauen kann, die aus Millionen von Komponenten bestehen. Das kann ich in einer analogen Schaltung nicht machen, weil wenn mein Signal durch eine Million von Verarbeitungseinheiten durchgeht, dann habe ich am anderen Ende nur noch Rauschen. Und dann Rauschen kann man leichter erzeugen, als wenn man eine Million analoge Stufen aneinander reiht. Aber in der Digitaltechnik kann ich das machen und darum kann ich dann eben Computer machen mit einem Prozessor, mit Milliarden von Transistoren und all das, weil ich eben das Signal ganz leicht konditionieren kann. Ich jag's durch einen Puffer durch, der einfach dann eine schöne 1 und eine schöne 0 macht und den wieder zu den Rändern sozusagen hintreibt. Aber dafür hast du früher ins Telefon einfach nur lauter reinbrüllen müssen. Ja. Genau, und dann beim D-Netz-Telefon, da war halt meine Verbindung ein bisschen schlecht und beim GSM ist sie da oder nicht. Da. Das aber noch mitten im Satz. Mhm. Dreimal da und dreimal nicht da. Ja, also für solche Anwendungen hat natürlich das Digitale dann auch wieder Nachteile. Wenn es nicht geht, gibt es wirklich nicht. Genau. Okay. Was haben wir hier noch? Die erste Frage der Diskussion, hättest du als Beispiel eine Wahrheitstabelle mit zumindest 2 Eingängen bringen müssen oder 3? Das ist schön. Ah, die meinst du? Ja. Naja, wir haben ja die Formel gehabt und ich spekuliere darauf, dass zumindest einer hier oder eine die Konsequenz dieser Formel sofort erkennt. Also, Frage ist, warum ist es unpraktikabel, ein Bauteil mit 10 Eingängen über eine Wahrheitstafel zu beschreiben? Ja, weil es auch eine große Zahl ist, 1024, also das ist noch, es ist noch machbar, aber es ist durchaus unpraktikabel. Also die Frage ist halt auch, wozu ist diese Wahrheitstabelle gut? Das sind 2 hoch 1024 Resultatmöglichkeiten, oder? Nein, 2 hoch 10, also 1024 Zeilen. Naja, aber es gibt 2 hoch 1024 verschiedene Funktionen, die 10 Eingänge haben wollen. Das ist richtig, ja. Also wenn du quasi eine suchst, ist es nicht die richtige Strategie, im Buch der Funktionen mit 10 digitalen Eingängen die richtige rauszusuchen. Da sitzt man lang. Und das Buch wäre dick. Genau. Gut, also die Frage ist auch, wozu will ich diese Wahrheitstafel haben? Wenn es irgendwie darum geht, dass da jetzt ein Buchhalter in der Lage wäre, eine digitale Funktion nachzurechnen, dann ist vielleicht eine Tabelle mit 1024 Zeilen noch irgendwo sinnvoll. Weil das kann man noch sinnvoll auf ein paar Seiten drucken, dann soll jeder das mal nachschauen, dann kennt er das Ergebnis. Aber oft verwende ich solche Tabellen ja, damit ich ein besseres Verständnis davon bekomme, was dieses Ding einfach macht. Und das ist vielleicht praktikabel bei einer Tabelle mit 16 Einträgen gerade noch, wenn ich irgendwie 4 Eingangssignale habe, aber wenn das eine Tabelle mit 1024 Zeilen ist, Das nutzt mir überhaupt nichts. Das ist wie ein Telefonbuch. Also in diesem Fall muss ich mal andere Möglichkeiten suchen, dieses Bauteil sinnvoll zu beschreiben, als einfach die Liste anzugeben. Für einen Computer jedoch ist so eine Funktion mit 10 Eingängen, das ist vergleichsweise handlich. Nicht? Also es gibt viele Fälle, wenn ich jetzt irgendwie Analyse mache von digitalen Schaltungen, da ist das durchaus praktikabel zu sagen, okay, ich habe da irgendeinen Blackbox, da gehen 10 Signale rein, 10 Signale rein, ein Signal raus, naja, machen wir eine Tabelle mit 1024 Bits, soll sonst nichts passieren. Okay. Also wie viele Zustände kann ein 10-Bit breiter Bus annehmen? Das haben wir gerade gesagt, das sind annähernd 1000, das sind 1024. Und jetzt ist die Frage, welche Zahlenräume, das sind ganze Zahlen, kann man mit 10 Bits jetzt abdecken? Das ist ein bisschen eine kryptische Frage. Versteht ihr, was da gemeint ist? Minus 512 bis plus 511. Ja, genau. Oder 0 bis 1423. Genau, oder alles andere. Also ich kann quasi jeden Bereich abdecken, der 1024 breit ist. Und es würde sich jetzt natürlich ad hoc sofort anbieten, naja, 0 bis 1023. Für einen Informatiker ist das sofort die offensichtliche Lösung. Für jeden anderen wahrscheinlich 1 bis 1024.
Aber ich kann natürlich jeden beliebigen anderen Zahlenbereich auch nehmen. Wenn ich irgendwie drauf komme, weiß ich nicht, mich interessieren nur Primzahlen und ich möchte es möglichst platzsparend irgendwo speichern, dann kann ich natürlich auch einfach die ersten 1024 Primzahlen durchnummerieren. Und wenn ich dann weiß, da steht eine 3 drin, weiß ich nicht, das ist halt, wenn eine 3 drin steht, dann weiß ich, es ist die dritte Primzahl, also 5 oder die vierte, wenn ich bei 0 anfange. Ja. Also ich kann quasi alles abdecken, wo ich mit 1024 Symbolen auskomme. Und ich kann mich da ziemlich austoben. Es kann ganz einfach sein, 0 bis 1023. Es kann sein, dass das ein zusammenhangender Strang von ganzen Zahlen ist, den ich halt irgendwo hin verschiebe. Da gibt es dann unterschiedliche Arten, wie man das speichern kann. Da gibt es die sogenannte Zweierkomplementdarstellung. Das ist dann genau der Fall, dass es in dem Fall dann von minus 512 bis plus 511 gehen würde. Ich kann es aber zum Beispiel auch mit Offset darstellen, dass ich einfach weiß, ich nehme diese Zahlen 0 bis 1023 und dann muss ich halt immer diese eine Konstante dazu zählen und damit kann ich natürlich jeden beliebigen. Dann kann ich irgendwie sagen, okay, wenn ich irgendwie Körpergrößen abbilden möchte von Leuten, dann sage ich irgendwie, okay, Leute werden zwischen einem und zwei Meter groß sein und dann würde ich quasi das in 1024 Schritte teilen, dann kann ich fast ein bisschen genauer als einen Millimeter quasi die Körpergröße von einem Menschen ausdrücken, solange er sich an diesen willkürlichen Bereich von 1 bis 2 Meter hält. Nicht? Sonst habe ich ein Problem. Gut. Also ich fange da an, Abstraktionen einzubauen und dann können wir auch gleich quasi die Abstraktion irgendwo verankern in der Realität, die wir bis jetzt kennen. Und jetzt haben wir diesen digitalen Inverter, wo ich 1 reinstecke und es kommt 0 raus oder wo ich 0 reinstecke und es kommt 1 raus. Wie könnte ich sowas aus Transistoren aufbauen? Schaltet aus, aber das ist zu kompliziert. Wir schauen es aber trotzdem kurz an, weil das ein guter Hinweis ist. Der Transistor schaltet aus. Weil ich quasi zwei Transistoren habe. Und wenn ich jetzt den Schalter quasi schließe hier, dann würde die Collector-Emitter-Strecke von Q1 leiten werden und damit die Basis von Q2 gegen Masse kurzschließen. Das heißt, Q2 kann keine Basis-Emitter-Spannung von mindestens 0,6, 0,7 Volt aufbauen und damit ist dann Q2 nicht eingeschaltet. Aber hier geht es darum, dass wir eine Last ein- und ausschalten wollen und dass wir hier einen Schalter schließen. Aber wir haben ja jetzt quasi am Eingang immer ein Signal anliegen. Also wir können quasi aktiv 0 oder aktiv 1 treiben und wir wollen am Ausgang jetzt nicht unbedingt eine Last mit Strom versorgen, so wie hier, sondern mal wieder einen Punkt haben, wo ich quasi eine hohe, niedrige Spannung habe. Also wir suchen eine Schaltung. Wenn ich mit einem hohen Potential im Eingang reingehe, kommt ein niedriges Potential am Ausgang raus. Und wenn ich mit einem niedrigen Potential am Eingang reingehe, kommt ein hohes Potential am Ausgang raus. Und man kann die Schaltung hier schon fast erkennen. Sie steckt da ein bisschen drinnen. Wo ist dein Inverter? Ja, wenn ich mit der High reingehe, schaltet der erste dran. Nein, ich helfe nicht. Weil der zweite Transistor da ist. Mhm. Erst mal einer, der statt einem 1 Kilo Ohm Widerstand die Last, dann wäre es ein Inverter. So. Also das hier ist so unsere Emitterschaltung. So oder bin ich falsch? Sind das zwei Widerstände? Zwei Widerstände, ich habe nicht. Den zweiten brauchst du nicht. Okay, gut. Zwischen den Transistoren. Ja. Aber ansonsten, das war ein BMP-Transistor, gell? Das ist ja.
Ja, das ist ein PNP-Transistor. Also, okay, nein, die falsche, okay, das habe ich falsch gezeigt. Da würdest du genau den gegenteiligen Effekt. Nein, ich habe. Okay, also das ist die Schaltung, das ist eine Emitter-Schaltung, ihr könnt euch erinnern. Und wir haben ganz, ganz viele Verstärkerschaltungen gemacht, die auf der Emitter-Schaltung aufgebaut sind. Bevor wir Op-Amps kennengelernt haben und dann alles über Transistoren vergessen haben, weil Op-Amps viel cooler sind. Aber da habe ich genau das. Wenn das Eingangssignal auf Low liegt, dann ist eben die Basis-Emitter-Strecke von diesem Transistor gesperrt, also der Transistor sperrt, und damit wird der Ausgang nur über diesen Widerstand gegen Plus gezogen. Wenn ich aber mit einem hohen Signal hineingehe, und vielleicht sollte man dann noch einen strombegrenzenden Eingangswiderstand hineingeben, wenn man da quasi in dieser Art und Weise umgehen möchte mit dem Transistor, wenn ich dann mit einem hohen Signal reingehe, dann wird der Transistor leitend und das Ausgangssignal wird mit Masse kurz geschlossen. Und es gibt eine spezielle Art von Transistor, die kann man kaufen in dieser Form. Genau, so wenn man darlinkten Transistoren als eigenes Bauteil kaufen kann, kann man diese Dinge hier als eigenes Bauteil kaufen. Das heißt dann Japan-Transistor, warum auch immer. Und da habe ich eben quasi diesen strombegrenzenden Widerstand am Eingang. Und ich habe noch hier einen Widerstand, der einfach nur sicherstellen soll, dass wenn ich hier nichts anschließe, dieser Punkt in der Schaltung gegen Masse gezogen wird. Und diese Art von Transistoren braucht man nur dazu, um mit einem digitalen Signal irgendwas ein- und auszuschalten. Das ist die Idee. Und natürlich, wenn ich hier jetzt quasi einen Pull-Up-Widerstand dazu hänge, dann habe ich einen Werte gebaut aus nur einem Transistor. Oder Widerstände. Widerstände habe ich überall. Widerstände, nur die Frage. Also das kann man dann nicht dazu bauen. Wollen also, wir nicht gleich im Freilauf die Oberfläche dazu bauen, aber die muss auch parallel zur Last sein. Die muss parallel zur Last sein, ja. Außerdem verwendet man das oft, weiß ich nicht. Eine Lampe zum Beispiel ein- und ausschalten, also eine LED zum Beispiel ein- und ausschalten. Wenn du jetzt nicht unbedingt einen AVR-Mikrocontroller hast, der kann ja 20 mA auf einen Pin liefern, sondern irgendwie einen FPGA hast oder einen ernstzunehmenden richtigen Prozessor, der hat zwar eine unglaublich große Processing-Power, aber keine Power auf seine O-Pins. Also das reicht nicht, um eine LED zum Beispiel zu bringen. Ja, also man kann natürlich diese 74er. Da kommen wir dann zum nächsten Mal dazu, diese TTL-Serien-Standard-Chips. Ja, eben. Ja, ja. Kannst du natürlich auch machen, aber du kannst auch nur einen Transistor nehmen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viel Strom hast du auf der anderen Seite. Hast du vielleicht sowieso einen Chip schon drin, weil du etwas anderes brauchst, und dann nimmst du quasi nur ein Gatter von einem Chip noch dafür. Aber es gibt jedenfalls eben diese Dinger als. Das eigene Ding. Okay. Also damit haben wir quasi eine Grundidee, wie man solche Sachen quasi aus Transistoren aufbauen könnte. Und das ist auch von mir jetzt ein, wir können uns auch gerne das nächste Mal in der Experimentiergruppe zum Beispiel auch hinsetzen, dass wir uns quasi anschauen von den Gattern und so, die jetzt noch kommen, wie man das aus Transistoren aufbaut. In der Praxis braucht man sie doch nicht. Also ich finde, das ist ganz nett, dass man das weiß, aber die ganze Idee von diesen Abstraktionen, die da jetzt kommen, ist, dass man eigentlich nicht drüber nachdenken muss, wie schaut das aus mit Transistoren. Genauso wie wir den Op-Amps sehr schnell aufgehört haben, darüber nachzudenken, wie Transistoren im Op-Amp drinnen verwendet werden, um diese Funktionalität herzustellen. Wir beruhen uns nur auf das abstrakte Modell und sagen, okay, das ist das Verhalten, das beschrieben ist dafür, und wie es funktioniert, ist eine interessante Fragestellung, aber keine, die ich brauche, um mit diesem Bauteil irgendwas designen zu können oder eine Schaltung damit machen zu können. Okay, Fragen?